Du schaust das jetzt. Ich will das nicht schauen. Gib Julienko ein. Ich will das nicht schauen. Wurde Superman Dennis zu Tode geprügelt? Warum springt Julian ohne Badehose in den See? Aporets Schuhsammlung wurde zerstört. Zumindest fast. Denn wir haben wieder die krassesten Clickbaits für euch rausgesucht. Dennis, der erste Mordanschlag gegen mich. Dennis wurde im Club beleidigt. Der Typ, der ihn beleidigt hat, wird rausgeschmissen. Aber am nächsten Tag kommt er mit seinen Freunden und seiner Gang zurück und will Dennis totschlagen. Dennis gelingt die Flucht. Im Auto rufen sie die Polizei. Passanten kommen dazu und die Typen hauen ab. Ich schwöre, das ist wie ein Film, was passiert ist. Damit es filmreifer wird, brauchte er dann doch mal wieder Photoshop. Aber er hat es ja eh von den ganz Großen der Branche gelernt. Kleinen 3. Photoshopper bei YouTube. Auf der 3 ist Miguel Pablo mit seinem blauen Auge. Auf Platz 2 Miguel Pablo mit seiner gebrochenen Nase. Und auf Platz 1 Miguel Pablo. Ich wurde gefickt. Ich nehme diesen Preis nicht an. Nochmal zurück zu Dennis. Der weiß einfach, wann es Zeit ist zu deeskalieren. Bei 10.000 Likes, Leute, sind das alles die größten Hurensöhne. Okay. Und das wiederum erklärt, warum das Video mein erster Mordanschlag heißt. Donnie's Life. Mikael rennt uns davon. Die Schwester von Sami Slimani geht mit ihrem kleinen Sohn in ein Einkaufszentrum. Hier Bilder von der dramatischen Flucht. Run. Sag doch noch, was ansonsten in dem 19-Minuten-Video passiert. Ach so. Naja, nichts. Julienko mit Unterwäsche im See baden. Bibi, Juliana und Sam, das ist der Erfolgskomponist, der Bibis erfolgreichsten Song geschrieben hat. Wir machen heute Pizza. Sind mal wieder im Urlaub unterwegs. Nach ihren Urlauben in Dubai, Miami, Kalifornien, Las Vegas, Mallorca und das war nur dieses Jahr, sind sie jetzt in Spanien unterwegs. Dort machen sie eine Fahrradtour und es ist ein einziger Albtraum. Nach 3 Minuten rumjammern im Wald. Ah, mein Bein hängt in einem Dornenstrauch. Folgen dann 3 Minuten rumjammern am See. Vor allem, weil Julian aus Versehen seine Badehose vergessen hat, ist aber egal, er geht mit Schlüpfer ins Wasser und stellt erstaunlicherweise fest: Toll, Unterhose nass. Die Polizei hat mein Zimmer zerstört. Hausdurchsuchung bei ApoRed. Auf was ihr Verdächte haben, ich sag mal so, malt euch die schlimmsten Sachen vor. Wie er selbst sagt, hat die Polizei nach Schuhabdrücken gesucht. So eine Verdächte auf jeden Fall. 7 Paar Sneaker haben sie auch mitgenommen. Im Wert von 4.000 bis 5.000 Euro. Und jetzt ist ApoRed fast pleite, abgezockt. Von der Polizei. 7 Paar Schuhe, was wollt ihr noch von mir nehmen? Das reicht doch langsam. Nur seine Kamera haben sie leider immer noch nicht mitgenommen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Schreibt, ich habe Verdächte gegen seine Kamera in die Kommentare, wenn ihr immer noch dran seid. Oder postet nochmal eine Melone. Davon kann man ja nie genug haben. 10 Lifehacks für den Sommer. Der Kanal heißt Mentale Zuflucht und in dem Video geht es weder um Sommer noch um Lifehacks. Jetzt müsst ihr euch nur noch auf die überraschten Gesichter eurer Freunde vorbereiten, wenn ihr ihnen den Trick zeigt. Total sinnlos und wie alle anderen Lifehacks geklaut von der amerikanischen Seite. Oh mein Gott, ich würde nicht. Und weil das so richtig bescheuert ist, haben wir das auch gemacht. Und dann kommt der Trick. Deine Sommerhacks sind scheiße. Wasser, das ist ein Sommerhack. Unser Video haben wir euch hier verlinkt und wenn ihr darauf keinen Bock habt, könnt ihr euch hier ein Video von Kurt Miller angucken. Sie gehört auch zu Funk und wir lieben sie hart. Bis zum nächsten Video. Ja, wir lieben sie hart, kann man ruhig mal so sagen. Hart!